YouTube, Elden Ring geht weiter. Heute eine wilde Folge, wirklich eine richtig wilde Folge, weil wir Wege gesucht haben und Bosse erledigt haben und in geheime Gegenden hineingestolpert sind. Und dazu gibt es irgendwie fast schon Podcast-ähnliche Züge in dieser Folge, weil ganz viele Dinge erzählt und erklärt werden. Wenn ihr da draußen das Format ein bisschen unterstützen wollt, dann Hashtag Nostalgie in die Kommentare schreiben. Ihr werdet schon erfahren, warum. Denn ja, einfach das Video angucken. Ich bedanke mich fürs Zusehen im Allgemeinen und fürs Unterstützen. Und jetzt geht's los. Bewerten. Gerade eben habe ich realisiert, ich bin einfach noch nie in diese Richtung hier geritten. Und ich denke mal, es wäre eine gute Idee, vielleicht auch mal dahin zu gehen. Weil da drüben ist ja alles noch relativ verschlossen für uns. Also, warum nicht, testen wir es aus. Die Pommesgabel ist auch wieder mit dabei, denn ich habe einfach mal so ein bisschen noch Stärke reingebuttert. Jetzt können wir das Ding auch wieder verwenden, wenn wir wollen. Was noch ganz gut wäre, wäre ein bisschen mehr Lebensenergie. Das würde noch ganz gut reinpassen, dass wir einfach... nicht Lebensenergie, ich meine Mana, dass wir einfach ein bisschen mehr casten können. Das würde noch sehr nice reinpassen. Gamer King auf Twitch lässt ein Sub da. Ihr YouTube-Menschen da draußen. Na, ihr seid alle herzlich eingeladen, auch auf Twitch mal vorbeizuschauen. Dort könnt ihr das gesamte Elend live miterleben. Und natürlich auch noch viele coole andere Dinge. Nicht nur Elend, sondern auch hier und da mal Erfolg, habe ich gehört. Böse Zungen behaupten das. Dass wir auch mal Erfolg haben. Boah. Ich bin keiner, der gerne zu Pferd kämpft. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist einfach nicht mein Style. Was ist mit dem da? Liegt hier rum und pennt. War nicht noch einer? Ihr seid ja gar nicht motiviert, Jungs. Ihr seid ja überhaupt gar nicht motiviert. Soldatenrüstung. Ob die Geilo ist? Spielt jemand die Soldatenrüstung? Der Messmer... Schmiedestein. Was ist denn da für ein Halutrio drin? Moin an alle da draußen. Chopper Harley, Dankeschön. E-Bucks, Dankeschön. Ah, komm. Vams. Vams. Boah. Bisschen Pommesgabel-Action. Ich hab sie vermisst. Oh. Schwarzer Stahlgroßhammer. Und der hat wahrscheinlich auch diese Fähigkeit. Uiuiui. Da bekomme ich ja direkt was Leckeres zum Snacken. Und nochmal ein Fragment. Quasi geschenkt. Uiuiui. Wartet mal. Das können wir mal wegmachen. Warum habe ich das denn hier überhaupt alles ausgewählt? Ganz merkwürdig. So, jetzt schauen wir mal rein. Hier der neue Hammer. Wo ist der denn? Hammer, Hammer, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Wo ist mein neuer super sexy Hammer? Ob der Geilo ist? Der Riesenbrecher. Das war ja auch so ein Mörderding. Hier ist er. Schwarzer Stahlgroßhammer. Stärke, Geschick und Glauben. Stärke 25, Geschick 11 und 17 Glauben. Könnte ich sogar verwenden, das Ding. King Ragnar, Dankeschön. Ich könnte das Ding sogar rein theoretisch verwenden. Das wäre möglich. Was geht denn hier schon wieder ab? Die ganzen Penner hier. Mit ihren Hunden. Okay, ihr seid motiviert. Alright, here we go. Bam, bam, bam. Ich hab euch gewarnt. Ah.
Oh, was gibt's hier? Eine Feuerspirale. Guten Abend an alle. Guten Abend, guten Abend, guten Abend. Der Chat ist langsam auch schon hier. Die Menschen trudeln ein. Guten Abend. Boah, ey, bei dem DLC, ne? Immer wenn ich denke, ich reite mal in die Richtung, stoße ich auf eine endlose Schlucht. Jedes Mal. Und denke mir, wie kommst du da jetzt wieder runter? Und jedes Mal habe ich keine Karte und bin ein bisschen planlos und denke mir, okay, du hast keine Karte, du hast keinen Hinweis, nichts. Keine Idee, wie ich runterkomme. Aber so gar keine Idee. So absolut gar keine Idee. Weil hier ist auch Schlucht, ne? Überall ist Schlucht. Egal, wo du hinreitest, Schlucht. Was ist das hier? Das ist keine Schlucht, das ist eine Höhle. Geht's da weiter? Ich glaube nicht, ne? Sieht nicht so aus. Segen von Marika. Geht's auch nicht weiter, ne? Nö. Nö. Da war ein Segen, aber sonst nichts. Ja, hier ist auch wieder eine endlose Schlucht. Ich habe im Moment nur einen Weg offen. Was ist, wenn ich... Wie komme ich hier hin? Ein Geheimnis hinter dem Wasserfall? Kein Geheimnis. Warum sind eigentlich keine Geheimnisse mehr hinter Wasserfällen? Irgendwie, ne? Früher war hinter jedem Wasserfall gefühlt ein Geheimnis. Und heutzutage nichts. Ist das nicht mehr cool? Ist das ausgelutscht? Okay, ich könnte vielleicht irgendwie hier noch hoch. Und zwar, indem ich hier hinreite. Da gehen wir mal hier hin. Ich bin ja nur in die eine Richtung geritten. Warst du schon beim Drachenhort? Also wir haben einen Drachen getötet. Aber ich glaube nicht, dass wir beim Drachenhort waren. So, das ist noch eine Richtung, wo wir nicht waren. Wenn ich hier nach unten reite... Hier hinten ist irgendein Gebilde. Aber lass mal oben bleiben. Timmy, dankeschön. Für 4 Jahre Knechtschaffenheit. Du arme Sau. Es tut mir echt leid. Wow. Flinker Speer. Ey. Wollen die Stress? Okay. Alright. Ich hab's verstanden. Oh mein Gott. Was ist mit dem? Warum ist der auf einmal so buff? Warum sind die auf einmal so strong? Ah, der trifft mich auch noch. Auf einmal geben die Jungs hier Gas. Finde ich jetzt aber gar nicht nice. So, gehen wir mal hier lang. Alright, let's go. Da hinten ist schon mal irgendwas. Ist das ein Kreuz? Das ist ein Kreuz. Keine heilige Gnade. Doch. Oh, nice. Ich glaube, ich könnte auch wieder hier mich verbessern. Oh, es geht sogar nochmal. Lässig. Absolut lässig. Oh,
Hello there. Are you the Tarnished? Lady Letta spoke of you. Another Tarnished. Guided here by Mikkola the Kind. My name is Teolia. I too am Tarnished. And here on kindly Mikkola's account. Oh. Are you not affected? Even with the spell broken? I'm feeling rather lost. Haunted by memories of St. Trina. Her visage, her sen, the lure of velvety sleep. Would kindly Mikkola chasten me for falling for St. Trina, while knowing that she was the discarded half? The problem is, I simply cannot help it. I would sacrifice everything just to gaze upon her one last time. Bei der kann man Kram kaufen. Giftzeug. Warte mal. Was kauft die denn so alles? Kauft die auch Waffen, die ich doppelt und dreifach hab? Wie der Großbogen. 10 Milliarden mal dieselbe Armbrust. Einige Dinge hat man ja x-mal. Das Käppi. Radarenhelm und Mesmer-Soldatenhelm. Den habe ich jetzt auch schon so oft eingesammelt. Sie kauft nur Helme? Nee. Kauft auch andere Sachen. Ja, die Mesmer-Rüstung, die sammelst du halt oft ein. Meine Rüstung ist die beste. Von der trenne ich mich nicht. Brauch keine andere Rüstung. Ich bin Fan von meiner Rüstung. Die ist strong genug für mich. Kacke, hier ist ja wieder eine Schlucht. Wie komme ich da runter? Kann doch nicht sein, dass man da in diese... dass man da nirgendwo diese Schlucht runterkommt. Die Schlucht ist wirklich mein Endgegner. Kack auf die Bosse. Die Schlucht ist tausendmal schlimmer. Wie komme ich da zu diesem Säuregulli da unten? Hier, das ist doch, sieht doch aus, als wäre da ein Weg. Die Endbosse, kein Problem. Kein Problem. Aber die Schluchten. Sehr, sehr großes Problem. Vielleicht geht's da drüben runter. Da, wo die Jungs kampieren. Ja. Ja, komm, das sieht gut aus. Guckt euch das an. Einfach irgend so ein Weg. Quasi mitten... im Nirgendwo. Bams. 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 Ist der gerade gestorben? Du kannst doch fliegen. Ist der wirklich runtergefallen? Das ist eine Fledermaus. Okay, es fängt an zu ruckeln. Das ist gut. Farbe verändert sich, die Lichtgebung. Bin irgendwo, wo ich noch nicht war. Oh nein, da ist eine Krabbe mit Krabbenbabys. Stirb! Okay. Ich dachte, du wärst krasser unterwegs. Danke für deine widerlichen Krabbeneier, die ich absolut eigentlich nicht brauche. Aber trotzdem danke, Mädel. Okay, was lauert hier unten? Killerblumen.
Oh oh. Oh mein Gott, die Blume hält eine Menge aus. Oh mein Gott, Killerblumen. Burn in hell. Unschön. Giftblüte. Nimm mal diese verdammten Killerblumen. Eine Höhle. Tiefviolette Lilie. Aha. Sieht man ja gar nichts hier drin. Okay, Chat. Habe ich das beste Outfit überhaupt? Kennt ihr irgendeinen Streamer, der besser aussieht in Elden Ring? Ich kenne keinen. Eins plus. Dankeschön, ich habe mir auch echt Mühe gegeben. Boah, geil, eine Asche. Du bist der Schönste. Dankeschön, ne? Ich meine, es ist einfach ein geiles Outfit. Sieht nice aus. Da hört man immer wieder gerne hier. Willkommen, ihr Freunde meines Outfits. Ah, ich brauche zwei. So, wo bin ich denn hier? Moment, hier war ich doch auch schon. Ich will ja eher hier unten hin. Ha. Vielleicht komme ich ja noch hin. Oder ich hätte einen anderen Weg gehen müssen. Was ist, wenn ich hier hinreite? Hier geht's nach oben. Wenn ich hier hinreite. Warte mal, wenn ich hier nach oben reite, komme ich aber vielleicht hier hin. Ha. Okay. Weil wir wollen ja auch noch hier hin. Let's go. Gibt's hier links und rechts irgendwas? Boah! Au! Was bist denn du für einer? Au! Hey, 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 langsam, 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 Kumpel. Du willst Pommes-Spieß? Kriegst du. Oh mein Gott, der hält super viel aus. Ich hab keine Ausdauer. Und kein Mana. Autsch. Oh mein Gott, was macht er jetzt? Oh no! No! Au, 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 komm auf die Beine, Bruder! Mann! Das war nicht mal ein Boss, das war nur irgend so ein Dulli. Gehörntes Kind. Das war nur irgend so ein Dude. Irgend so ein kleiner Dulli. Das
war doch kein Boss, das war eine ganz normale Kreatur, die hier durch die Gegend wandert. Echter Boss. Schau dir die letzte Folge auf YouTube an. Das war ein echter Boss. Ah, Omas. Die hasse ich über alles. Ich will eure Kekse nicht, ihr blöden Weiber. Die mit ihrem widerlichen Gebäck. Ich meine, der hat ja nicht mal irgendwie groß Echos gedroppt. Das war niemand. Guck mal, die machen mehr Damage als der Boss. Ich habe einen riesigen Krug. Wenn einer geschützt ist, dann ja wohl ich. Alter, wie sie sich auf mich stürzen. Hey, jetzt. Wie viele sind das? Es werden immer mehr. Hier von der Bande sind Jorinnen belästigt. Pfui. Wenn Oma das Gebiss rausnimmt und wieder auf der Felge kaut, ne? Silbernes Horn. ...570 geben die. Aber hier geht's auch noch irgendwo hin. Ist da irgendwas Spannendes da hinten? It's raining. Oh baby, it's raining. Das sieht nicht so aus, als wäre da unten irgendwie Spielgebiet. Yo, spielst du derzeit Dex? Ja. Dex und Arcan. Ist ein Arcanes Dex Power Build. Das alles wegnudelt, was mir dumm kommt. Au. So zum Beispiel die Grabbe hier. Mit drei Waffen spiele ich. Ja, ich hab das. Pelzer ist doch eh nicht mehr gut. Gibt viel bessere mittlerweile, sagte jeder. Profis spielen jetzt hier dieses andere Schwert mit diesen Dornen dran. Spielen fast alle Streamer, die ich kenne. Das Katana ist ultra out. Spielt keiner mehr. Wow. Ah, was visiert ihr denn da an? Oh, gibt's doch nicht. Ja, Pfälzer, du musst dieses komische neue Schwert da spielen, was alle spielen. Oder hast du schon Milady? Das ist auch ziemlich beliebt in der Szene. Und was ist denn der zweite Boss bei dir? Das ist ja immer so eine Frage, wie man es angeht. Komm ich da rauf? Aus wie ein Weg, aber es ist der Rückweg. Komme ich denn da rauf? Jetzt bin ich schon wieder irgendwie verwirrt und verloren, ne?
komme ich auch nicht hoch. Moment, der Hund ist aber, also dieses komische Festival-Biest da, das ist aber der erste Boss, oder nicht? Doch, das wäre der erste. Ja, in der Stadt halt, ne? Der, eigentlich ist es ein Typ mit einer Maske, das ist irgendwie so ein Karnevalzug. Tanzende Gott oder wie das Ding heißt. Hier ist eine City. Hier ist diese Treppe. Hier ist der Wasserfall. Das ist also von oben. Wie zum heiligen Schwengel. Komme ich da hin? Das ist ja alles irgendwie oben. Kann es doch nicht sein. Das kann es doch nicht sein, dass ich irgendwie nie einen Weg finde an Schluchten vorbei. Ich kenne niemanden, der so viel in Schluchten rumgammelt. Wie wir. Wow. Nein. Nee, es kann auch kein Weg sein. Warum sollte man es so kompliziert machen? Also ich habe noch eine Area. Wohin soll es gehen? Ja, irgendwie will ich das hier erreichen. Aber egal, ich war auch schon hier und ich finde einfach keinen Weg dahin. Jetzt hänge ich hier unten in diesem Wasserfall fest. Hier ist ja auch irgendwie so eine Treppe. Ich will einfach in dieses Gebiet hier. Weil hier ist kein Weg. Und hier ist kein Weg. Totally lost. Was haben wir denn jetzt neu gehabt? Wir hatten diesen Punkt, ne? Höhle. Ne, das war nicht der neue Punkt. Das hier war der neue Punkt. Kreuz am Säulengang. Was ist denn hier? Warte mal, ich gehe mal hier hin. Ach, da bin ich irgendwo oben. Dann gehe ich mal hier hin und reite mal von da rein. Mal sehen, ob das klappt. So, machen wir hier mal eine Markierung hin. Ja, hier unten geht es auch wieder in eine Schlucht rein. Was ist das denn für ein Kollege? Okay, da unten war ich noch nicht. Kann der was? Hey, du hast erfüllter Spinner! Wow. Stirb. Er ist hingefallen. Ich treffe ihn nicht. Wie kann ich einen Riese nicht treffen, der so groß ist? Ich hänge an der Kante. Cool. Schmiedestein hat er gegeben. Willst du den ersten Boss nachholen? Wie der Hund? Den habe ich schon längst getötet, wenn du den meinst. Ne, warte mal, das ist nicht richtig. War ich schon mal hier drüben?
Aber hier oben ist was. Hier war ich nämlich auch noch nie. Wie meinst du diesen Feuertypen? Der Brennende. Den Todesritter. Oder den Kleinen in dieser Kapelle, in dieser Katakombe. Ja, ja, irgend so einen kleinen... Wo war der denn? Warte mal, wo hat man angefangen? Man hat hier angefangen und irgendwo hier? Im Mausoleum? Dann muss ich nochmal da hoch. Ja, der war ja Pillepalle. Den haben wir ja mit einem Schlag getötet. Da sind wir rein und haben gesagt, yo, willst du es wirklich versuchen? Und der so, ja, ich muss, Berufsethos. Und ich dann so, ja gut, verstehe ich, respektiere ich, aber ich muss dir trotzdem hart auf die Fresse geben. Und hat er gesagt, ja, verstehe ich auch. Und habe ich gesagt, gut, dann machen wir das jetzt. Und er so, okay, dann war er tot. Ich habe ihm noch gesagt, ja, lass es besser bleiben. Schau dir meinen Helm an. Aber er wollte es unbedingt wissen. Er hat gesagt, nee, nee, zieh mal schon durch. Ich dann so, ja, okay. Wenn du das unbedingt willst, dann ja, okay. Das gibt's doch nicht. Hier ist eine Gnade, die ich noch nicht habe. Geht sie irgendwo nach unten auch? Kann ich noch nicht, die Gnade. Ich habe den Hammer eben von dem hier gefunden. Ah, come on, boy. Geh mir doch nicht so auf den Piss, Alter. Oh, jetzt habe ich sogar die Schuhe von dem hier gefunden. Lundskin, dankeschön. Für 7 Monate. So, geht's... hier runter. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt habe ich hier eine weitere Gnade gefunden. Aber ich will de facto hier irgendwie rum. Kann doch nicht so ein Sch... Da unten ist ein Weg. Wie komme ich da... Ich weiß nicht, ob das klug war. Wenn ich sterbe, ist aber auch egal, weil ich war ja direkt bei der Gnade. Oh, es sieht aber gar nicht mal so verkehrt aus, was wir hier veranstalten. Oh mein Gott. Gott, kann doch niemals ein offizieller Weg sein. Also, Nebelrissfestung. Mit ganz vielen explodierenden Fässern. Explodieren die, wenn ich draufhau? Nee. Autsch. Oh, wow. Okay. Okay, die explodieren doch. Das ist schön. Das ist echt nice. Das hat mir sehr gut gefallen, diese Explosion. Die fand ich irgendwie äußerst erotisch. Warte, wir kürzen das einfach ab und machen den hier. Nein. Oh. Alter, ich gehe hier drauf. Das Ding macht Feuerschaden. Fall runter. Was meint ihr? Will der es wissen? Ja. Was? Was war das denn? Das ist ein Boss.
Wie geht's? Oi, oi. Oh nein, nein. Ich hänge an der Treppe. Alter, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Schwarzritter. Was? Der sah aus wie ein ganz normaler Billo-Dude. Und dann auf einmal holt er da seinen Waschlappen raus. Und wird zum Frogger. Der alte Mother Frogger. Autsch. Oh, hat gar keinen Schaden gemacht. Bam! Was? Wo ist denn das eben gerade hin? Na, nein! Ja. Ja, ja, ja. Gut. Hatten wir das auch geklärt. Soldatenspeer. Oh mein Gott! Ich dachte nicht, dass es da explodiert. Das ist doch ein... Na, okay. Gut. Hätten wir auch das geklärt. Wir lernen immer wieder dazu. Weißt du, bei einem Laserbeam aus Licht brennt nichts. Bei einer Blutdusche explodiert die Bude. Ist auch ein Feuerangriff? Echt jetzt? Ich dachte, es wäre nur, keine Ahnung, Blutangriff. Okay, der Pommes-Spieß ist auch Feuer. Na schön. Blut und Feuer. Gute alte Blutlava. Gesegneter Knochensplitter. Ich bin halt einfach ein heißer Typ, ne? Ja, mein Charakter ist ein echter Schönling. Ich meine, schau ihn dir an, wie geil der Typ einfach aussieht. Boah, ich will einfach meinen Bro. Ob der es alleine packt? Ich trigger ihn mal an. So, mal gucken, ob der es alleine hinbekommt. Oh, du machst das schon. Okay, der kriegt das, glaube ich, nicht alleine hin. Ich mach mal mit. Na. Alter. Ich hab ihn wütend gemacht. Ich hab ihn richtig wütend gemacht. Okay, der ist richtig angepisst. Nein. Hör auf mit dem Zungendreck. Gib mir lieber dein Schild oder so. Oder ein Helm. Oh, der gibt mir ja wirklich sein Schild. Nice. Und er hat sogar eine Truhe hier drin. Oh, was für ein Billo-Loot. Ich habe mich jetzt eigentlich irgendwie auf was Geiles gefreut. Ah, er schmeißt mit Feuer. Alter, du sprengst dich doch selbst, du Idiot. Kann man so drauf sein? Guck mal, hier ist eine Brücke. Kann man hier reiten? Nee. Kann man die irgendwo runterklettern? Ah, hier drüben. Geht's in den Innenhof. Das ist doch schon mal vielleicht ein Anfang. Was hat der denn für eine Waffe? Ist das ein Anker? Spielt der ein Anker, der Kollege hier drüben? Die habe ich nicht. Die habe ich noch nie gesehen. Sieht aber witzig aus.
Oh, Kacke. Achtung, Flammenwerfer. So, Problem gelöst. Das Mesmerfeuer. Das gute Mesmerfeuer. Ach, noch mehr Flammenwerfer. Die haben auch ganz gut Reichweite, die Dinger, ne? Alter, was? Ich sehe auch wieder nichts. Komplett blind hier. Keine Ahnung. Ich konnte nicht rollen. Ich kam nicht raus. Ich konnte sie nicht treffen. Jetzt bin ich wieder da oben. Albtraum, Dankeschön für diesen traumhaften Sub. Hier wieder die Stulpen. Wie oft haben wir die Stulpen jetzt gefunden? Aber die Soldaten sind nicht sonderlich motiviert. Ich meine, der guckt einfach zu, wie sein Kollege ermordet wird. Ne? Das ist ihm völlig egal. Schmiedestein, ja, die kann man brauchen. Die kann man gelegentlich brauchen, die Dinger. Boah, Flammenwerfer aus der Hölle. Alter, das fegt aber auch durch. Einmal bitte komplett durchfegen. Dankeschön. Kann man die Flammenwerfer zerstören? Scheint nicht, ne? Wir spielen hier New Game Plus 2. Weil die Leute immer so verwundert sind. New Game Plus 2 ist das hier. Schlangenpflege. Sexy. Der ist sexy. Okay, jetzt bin ich hier. In dieser Burg. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich auf die andere Seite von diesem Graben komme. Also ich sag ja, das ist der wahre Endgegner. Irgendwie da runter. Kann ich da springen? Ist da eine Leiter? Ah, da geht's weiter. Lass den mal kommen. Alter, spammen die den Dreck. Yo! Wir haben es verstanden. Wow. Roll! Nein, 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 du Sack, du blöder Pisser! Oh, ich hab's gewusst. Und jetzt werde ich hier unten zerbombt von was auch immer. Zum Geier bin ich jetzt. Irgendwo, wo ich eigentlich gar nicht hin will. Mann, der schmeißt da oben immer noch. Au.
Boah. Kacke. Gibt's da unten wenigstens einen Weg? Wenn nicht, muss ich mich töten oder oben am Pfahl wiederbelebt werden. Mama, ich kann. Au. Hör auf. Oh mein Gott. Die haben unendlich Molotovs. Steig doch vom Pferd. Warum steigt der denn nicht von diesem Pferd? Stein. Ich glaube, hier war ich auch noch nicht, oder? Aber wo geht's da lang? Könnte was Interessantes sein, ich weiß es nicht, wir werden sehen. Oder war ich hier schon? Ja doch, hier war... Ich muss darüber. Weil da ging glaube ich, auch kein Weg durch. Ist auch nur eine blöde Schlucht. Ja, ja, klar, mit den ganz kleinen Wichteln. Hier war auch Ende. Hier war nur der Dungeon. Ich muss auf diese Kackburg nochmal hoch. Also, Wege haben sie hier im DLC besonders abartig gemacht, ne? Tot. Das heißt, also ich kann mich nochmal hier hin teleportieren, nochmal runterspringen und hoffen, dass es klappt. Es sind da auch nochmal zigtausend Gegner und alle werfen ihre blöden Drecksfeuertöpfe runter. Okay, wo war die Burg? Die war hier. Wie bin ich heruntergesprungen? Der offizielle Burgweg. Hier. Dann hier. Dann hier. Oh Gott. Und willkommen in meinem Leben. Here we go again, weil es so schön ist. So, danke, 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 danke. Jetzt wäre Fernkampf doch mal ganz nützlich. Komm ins Eck. Solange wir unten noch nicht geil sind. Boah, boah, was ist denn jetzt schon wieder los mit dir? Au! Oh Gott, jetzt hat der wieder angefangen. Ey, ich hasse diese Burg, Alter! Ich hasse diese Burg. Ich hasse diese Burg. Handbuch. Meint, hier gibt's gar nichts? Ich dachte, hier wird's weitergehen. Das ist deprimierend. Hier gibt's nichts? Wirklich nichts? Ne. Hier ist nicht mal was. Was gibt's diesen Rotzsteg, wenn da gar nichts ist? Ich kann ja auch nicht aufs Pferd.
Hallo, ein Handbuch? Ja, ein Handbuch. Es gab ein Handbuch. Okay, hat sich gelohnt. Jetzt habe ich immer noch keine Ahnung, wie ich darüber komme. Wir waren hier. Was war hier? Irgendwo ganz vom Osten soll man da hinkommen. Das ist Osten. Wie komme ich hier hin? Ich weiß halt nicht, wie man... Wenn ich... Ist das... Wenn ich hier hingehe, komme ich vielleicht hier hin. Schauen wir uns mal das hier an. Da oben ist eine Gabelung nach unten. Muss ja auch irgendwas sein. Die Reise eines Mannes. Die Reise eines Mannes. Ein Mann, gut aussehend. Ich habe noch 200 Wege offen. Ja, aber alles führt zu dieser Schlucht. Alle Wege führen zu dieser einen Schlucht. That's the problem. Moin. Jetzt lass mich nicht hängen, Bruder. Will nicht mit mir reden? Okay, dann halt nicht. Ich brauch dich nicht. Ist mir völlig egal. Okay, leveln kann ich auch nix. So, was ist das hier für eine Drecksbude? Gehen wir mal rein und räumen mal auf. Wer will an meiner Pommesgabel riechen? Ihr da? Wer da? Muss mal ganz kurz eine Sprachnachricht machen. Ich habe Hunger. Du auch? Gestern haben wir so ein geiles Hähnchen gegessen. Das war besser als KFC. Haben wir einfach so gestern bestellt. Und ich dachte nur so, boah, nice. Jetzt habe ich irgendwie Bock auf dieses Hähnchen nochmal. Wir jammerten hier so hardcore rum. Es war besser als KFC. Ich finde KFC, also bei uns zumindest, hat KFC irgendwie voll an Qualität verloren. Ich war mal ein riesen KFC-Fan. Wirklich ein riesen Fan. Gibt's hier gar nichts? Ruine. Muss doch irgendwas geben. So eine Ruine mit so einem markanten Icon noch. Da muss doch irgendwas... Kann doch nicht nur alte Männer sein. Guck mal, hier geht's runter. Und er springt einfach runter. Wow, nein! Ich bin tot. Alter, was? Oh, ich wollte gar nicht so tief. Profi-Gameplay. Aber unten ist irgendwas, irgendein Boss, irgendein Dungeon. Let's go. Ja, es war besser als KFC. Es war auch so ein Hähnchenbucket. Aber ultra nice. Kann man da eine Tür öffnen? Hier kann man rein steppen. Wo sind meine Echos? Sind die oben? Sind die unten?
anscheinend unten. Ja, wie komme ich da runter? Das ist die Frage Nummer 1 heute, ne? Wie komme ich irgendwo runter? Ist da irgendwie ein kleiner... Ich versuch's nochmal. Es hat geklappt. Oh, was ist das denn hier für ein Ziegenhort? Au! Nicht gut! Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Aber wo sind meine Echos? Noch weiter unten, oder was? Gehen wir erstmal hier rein. Goldene Bögen. Scusi, Scusi, haben Sie meine Echos gesehen? Ich bin hier ganz unten angekommen. Schattensonnenblume, was ist das denn? Sieht fast aus wie ein Helm. Ist das ein Helm? Nein. Moment. Guck mal, ich habe sogar von dem hier den Helm. Göttlicher Bestienkopf. Wann habe ich den denn eingesammelt? Zutaten zur Herstellung. Na okay, sah ganz kurz aus wie ein Helm. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Aber ich find's krass, wie du einfach so viel entdecken kannst, ne? Du stapfst hier durch die Gegend und findest immer wieder neues, geiles Zeug. Erkunden und forschen und erkunden und forschen. Mann, ist das eine lange Strickleiter. Und nebenbei die längste Strickleiter der Welt noch nach oben klettern. Wow. Das Bonnie-Dorf. Wo sind meine Bonnie-Echos? Jetzt bin ich hier. Ich habe das Bonnie-Dorf gefunden. Aber gibt es hier gar nichts in den Ruinen? Kein Dungeon oder irgendwas in die Richtung? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Kann nicht sein, dass hier gar nichts ist. Also wirklich gar nichts. Das Bonnie-Dorf. Was gibt's in Bonnie-Dorf? Nur Bonnies. Die alle eine harte Woche haben. Ey, ich habe auch eine harte Woche, okay? Was ist das denn für ein Dude da hinten? Der sieht irgendwie gar nicht so nach Schatten aus. Wo? Wo? Was ist da? Au! Okay. Oh, oh, wow. Hey, hey. Okay. Alter! Ey, der ist ganz schön hasserfüllt. Okay. Ich hab gedacht, du kommst mal ein bisschen näher, Alter. Gut, du kannst dodgen. Jetzt macht er noch einen Angriff. What? Er schubst. Heute ist Montag. Wie kannst du eine harte Woche haben? Meine Woche, die ist so ein durchlaufendes Ding. Dieser kleine Drecksack hier.
So. Großer Herrscher. Arsch, Alter. Kommt da angewackelt. Der macht dann immer noch mal so einen extra Move, wo du irgendwie nicht mit rechnest. RIP. Wie, jetzt hat gar nichts gegeben? Echt gar nichts? Gib mal irgendwie sein cooles Messerchen, was er da mit sich rumgetragen hat. Heute ist irgendwie so ein Tag der Enttäuschung, ne? Man denkt immer so, ja, ich habe gewonnen, ja, ich habe einen neuen Weg, und dann irgendwie gibt's nichts. Mann, da ist ja ein ganzer Verein. Jetzt alle mal bitte in Reihe und Glied. Danke. Kommen Sie ran, kommen Sie ran. Wer will noch? Wer schmeißt hier mit Stein? Rüdiger. Der spawnt da 3-4 Mal im Dorf. Ach, den gibt's... Ah, da hinten ist noch einer. Okay. Aber in dem Dorf da oben, gibt's da irgendwas? Burak, dankeschön für Sub. Irgendein Dungeon oder sowas? Unterirdisch. Waren ja unterirdisch. Da müssen wir nochmal gucken. Müssen wir da nochmal gucken gehen. Nee. Einer schreibt ja. Dort gibt es zwei Eingänge. Ja, wer hat denn jetzt... Hat denn jetzt recht? Ist immer die Frage. Ich weiß es auch nicht. Aber da muss es irgendwas geben, sonst wäre da kein Icon. In falsche Richtung. Hier war ich auch noch nicht. Was ist das für ein Tümpel? Moment, ich muss ganz kurz diesen Tümpel checken. Kann ich mir vorstellen, dass da irgendein Boss rumlungert. Let's check the Tümpel. Das ist eine Krabbe. Ist das eine besondere Krabbe oder irgendwie so eine 08? Die waren ja richtig stark damals, so. Ich weiß noch. Au. Okay. Ist immer noch stark. So für einen normalen Standardgegner. Wo, woher kommt die denn jetzt? Au, er hat mir erstmal seinen Krabbensaft ins Gesicht gespritzt. Klingt erotisch, ist aber nicht erotisch. Psst, hey. Moment, 1000 Bits. Gleich. Alter. Boah. Den einen habe ich noch erledigt, aber dann... Dankeschön. Schön, Chelmut. Hey, die Riesenhummer, die waren stark. Immer noch stark. Alter, 1000 Bits und Paintbreaker, dankeschön für 4 Monate. Ist da irgendwas bei diesem Tümpel? Der sieht so markant eben auf der Karte aus. Und woher kam der zweite plötzlich? Ist der aus dem Wasser irgendwie gestiegen? Ja, da ist er.
Ah, der geht leider zurück. Alter, dieses Spucken ist so asozial stark. Oh, jetzt gibt's einen Krabbensaft. Und das gibt ja Krabbenfleisch. Eieiei. Nein. Was ist das? Warum hat er nicht zugehauen? Weg! Gibt's doch nicht. Oh. Was liegt da drüben? Schattenrune. Was hier? Schwere Knochen. Knochen von Kreis Mama habe ich gefunden. Was ist das denn? Da ist ja was. Hui, flop. Ruinierte Sternfallschmiede. Dankeschön für den Sub, Rainix. Dankeschön. Das ist sogar eine Gnade. Ich sage, du findest immer irgendwie eine coole Ecke. Gibt immer was zu tun, immer was zu glotzen in dem Spiel. Schmiedestein. Oh, die Kollegen. Die kenne ich noch zu gut. Schmiedeschriftspeer. Neue Waffe. Erstmal daneben gehauen. Alter Reißzahn. Das sind Schmiedesteine, die man hier looten kann, aber Dreier. Das hier. Oh nein. Geht das hier wieder zu? Auch noch ein Schmiedestein. Wenn man Schmiedesteine haben will, hier wird man... Oh, was bist du denn für einer? Irgendein Feuerkelch. Schmiedegeule. Oh mein Gott, der nimmt gar keinen Schaden. Nimmst du hier Schaden? Das juckt den Null. Juckt den auch Null. Oh.
Ja, da hinten Schwachpunkt, oder? Ja. Eine Bob ist rein. Oh, nichts gedroppt. Es tropft da von oben runter. Was ist das? Au! Oh, wow! Unschön, wie ich einfach in heißem... Guck mal, hier sieht man ganz kurz meinen Kopf. Guck mal, so sehe ich aus. Ganz vergessen, wie ich aussehe. Total vergessen, wie ich aussehe. Oh nein! Nein! Oh mein Gott. Oh nee. Oh, die spucken Feuer. Der streichelt da seinen Schmiedekumpel. Na, na. Ich kann da nicht hoch. In mir stecken Schmiedesachen. Ach, wie ich natürlich die Kante treffe. Sehr deprimierend. Hierfür habe ich nicht die richtige Ausrüstung für das Schmiedevolk. Machen wir mal so. Ah! Ah! Oh, knappes Ding. Er ist langsam, ha? Huh? Achter. Nice. Oh Mann, dass man hier hängen bleibt, das ist so... Ich komm nicht weg. Ich bin einfach in der Kante da stecken geblieben. Ich find's irgendwie so ekelhaft, dass man an so vielen Stellen irgendwie in die Wand gepusht wird, im Boden stecken bleibt. Mit dir. Weg mit dir. So, hier war einer direkt ums Eck. Was? War da nicht einer ums Eck? Bin ich bescheuert? Ich könnte schwören, da war einer ums Eck. Oder war der weiter oben? Kann auch weiter oben gewesen sein. Hier war der ums Eck. So, gehen wir hier hin.
Wie ich Furiosa den Film fand, ich habe den nicht gesehen. Ich hatte in letzter Zeit überhaupt gar keine Zeit, um irgendwas zu gucken. Aber er soll gut sein und ich bin Mad Max Fan. Also ich denke, mir persönlich würde er gefallen wahrscheinlich. Aber war ein mega Flop, ne, im Kino. Ich glaube, den kann man mittlerweile auch auf DVD klotzen. Oder vielmehr auf DVD klotzen. Das sagt auch nur ein Mensch, der aus einem anderen Jahrhundert kommt. Ich meine natürlich, man kann ihn sich herunterladen. Kein Mensch kauft mehr DVDs. Vielleicht maybe noch eine Blu-ray. Schmiedetalisman. Alter, oh mein Gott, ist das eine... Die trappen hier so gerne rein, ne? Hauptsache rein trappen. Ah, VHS, es war so eine schöne Zeit damals als Kind. Ich weiß noch, als ich meine eigene VHS bekommen habe. Muss ich hier runter? Huh. Ah, gibt ja keinen anderen Weg mehr, oder? Ich habe meine eigene VHS bekommen und durfte auf diese VHS aufnehmen, was ich wollte. Das war so geil. Und da habe ich mir Simpsons Halloween-Folgen aufgenommen und Zeichentrickserien und so. Das war so episch. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und das vermisse ich irgendwie so ein bisschen. Dieses Gefühl, mich für diese ganzen kleinen Dinge zu freuen und so dankbar zu sein. Das hat nichts damit zu tun, dass man früher ein Kind war, sondern es gab einfach nicht so viel. Die Zeit, aus der ich komme, da wurdest du noch nicht so überhäuft. Da warst du mega happy, wenn Jurassic Park im Fernsehen lief. Und das hat dann auch jeder geguckt. Das hat dann auch wirklich jeder geguckt. Um am nächsten Tag in der Schule mitreden zu können, musstest du Jurassic Park im Fernsehen einfach angucken. Es war einfach Pflicht. Okay, da kommt noch einer runter. Muss man hier runterspringen? Ich glaube nicht. Oh, das ist jetzt gar nicht geil. Das ist jetzt nicht so geil. Geht weg! Boah! Ich muss warten, bis der hier rauskommt. Springen voraus. Ich spring da doch jetzt nicht runter. Oh. So, hier noch ein Haufen Zeug. So, wo geht's hier lang? Welche Todesfallen lauern hier wieder auf mich? Ach, guck mal, das ist der Hebel, den wir schon aufgemacht haben. Oder? Ach, jetzt bin ich hier. Da muss ich ja wahrscheinlich doch runterspringen. Ja, da war noch ein Hebel im Gang. Ja, aber da ist jetzt auch eine ganze Armee, die Spaß haben will. Und die brauchen ewig lang. Lars, der Eisbären, iRobot. Nee, da war ich ja schon alt. Ich weiß noch damals, der verrückte Professor mit Eddie Murphy, das war auch so ein absoluter Kultfilm. Nein, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Gott, sind die ätzend. Komm, lass mich gehen. Elementarwesen. Ätzende Viecher. Ich muss gerade nochmal eine Sprachnachricht machen. Ich hätte so gern nochmal dieses Hähnchenzeug von gestern.
Dieses Hähnchenzeug von gestern, das war so geil. Hat da gerade der Dude drauf geschossen? Ja, die VHS, die eigene, das war damals echt extrem cool. Da war ich so stolz, dass mein Vater mir die gegeben hat. Und das meine ich heutzutage, wenn du einem Kind irgendwas gibst, ne? Und ich rede jetzt nicht von einem Zweijährigen oder einem Dreijährigen. Der freut sich über alles. Wenn ich meinem Sohn einen Stock in die Hand drücke und sage, gib dir mal Bucky, dann leuchten seine Augen. Ich sage, boah, Stock. Ja, da ist alles geil. Aber geh mal zu einem Sechsjährigen heute hin und sag ihm, du darfst heute im Fernsehen was aufzeichnen oder so. Ach, das würde den Dreck interessieren. Oder du darfst heute Netflix länger gucken oder irgendwas. Wir sind halt heute ultra verwöhnt. Das allein, wie viele Spiele man heutzutage kriegt. Heutzutage kriegst du jedes Spiel im Endeffekt hinterhergeworfen. Jedes. Du wirst komplett zugeramscht mit Games. So, warte. Och, jetzt kommen die hinterher? Und früher, wenn du da dir ein Spiel aussuchen durftest, zu Weihnachten, das war so ein Highlight und du musstest deine Entscheidung so weise wählen, weil du gedacht hast, boah, aber jetzt, wenn ich da irgendwie Kacke wähle und das Spiel macht keinen Spaß, du hattest ja auch noch keine Tests. Du hattest ja noch gar nichts. Du wusstest ja gar nichts. Du wusstest nicht, ist das Nintendo-Game geil oder nicht? Ist das Gameboy-Game geil oder nicht? Du wusstest gar nichts. Du warst komplett blind. Weil es gab, klar, gab schon Zeitschriften, aber so weit hast du ja nicht gedacht. Und du hattest ja auch keine Eltern, die dir das vorgelebt haben. Ich meine, meine Eltern hatten mit Videospiele nichts de facto am Hut. Also wirklich gar nichts. Für die war das ein neues Medium, als wir Kinder das dann haben wollten. Aber so? Das war für die nichts, wo sie uns irgendwie beibringen konnten. Jetzt, wenn mein Sohn irgendwann sagt, er will zocken, dann kann ich dem natürlich alles zeigen und bin voll informiert. Wow! Alter, was habe ich denn da Geiles gefunden? Ist das das Ende des Dungeons? War's das? Oder gibt's da noch mehr? Uiuiui! Sexy stuff, baby! Uraltes Meteoritenerz-Großschwert. 35 Stärke. Ist das geil? Macht das Spaß? Hm. Spielt das irgendjemand? So, dann kehren wir mal zurück. Na, meine erste Konsole war der ganz normale Nintendo. Der 89er Nintendo, ne? 89, glaube ich, kam der raus. Das war meine erste Konsole. Und ich habe mir so sehr ein Super Nintendo gewünscht. Und habe den einfach nicht bekommen. Meine Mutter hat mir damals den alten Nintendo geholt. Wir haben den erst nachgekauft bekommen. Ja, auch viel später. Hat die mir das alte Ding da gekauft, als der Super Nintendo ganz neu auf dem Markt war. Und ich war unglaublich enttäuscht. Ich war unglaublich enttäuscht, als sie mir den Nintendo gekauft hat.
Meine Mutter, da haben wir letztens noch gesprochen, am Sonntag, was war, gestern, gestern haben wir noch darüber gesprochen, wie meine Mutter dann wirklich gesagt hat, ich wäre der ärmste Junge der Welt, war meine Reaktion. Also sie wird nie vergessen, wie mir das Gesicht runtergefallen ist, als sie mit dem Nintendo gekommen ist und ich halt felsenfest davon überzeugt war, das ist ein Super Nintendo. Aber meine Mutter hat gesagt, so viel Geld hatten wir nicht. Ja, dafür waren wir einfach zu arm. Aber ja. Das war schmerzhaft. Das tat in der Seele weh. So, wo ist denn jetzt der Eingang in dieses? Da muss doch irgendwas sein. Gibt es da einen Boss oder gibt es da ein cooles Item? Noch heute haben wir noch keinen einzigen großen Boss irgendwie zerbumst. War ich hier schon? Hier war ich auch noch nicht, ne? Hier geht's runter. Naja, wir haben ja trotzdem den Wunsch, alles mal so zu erforschen, oder während der Zeit. Ach, guck mal, hier bin ich reingegangen, ne? Beim letzten Mal, oder? War das hier? Das ist wirklich nur ein Durchgang. Aber hier ist noch ein Item. Goldenes Horn. Der Durchgang. Au. Ey, 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 ey. Wo, wo, wo. Jetzt machen die hier so eine Lasershow. Mann, einen auf Magic Mike. Nicht mit mir, ihr alten Geißböcke. Gut, dann gehen wir in die Ruinenstadt wieder. Dann können wir ja dann direkt den hier machen. Ins Bonnydorf. Was ist das für ein Helm? Das ist der beste Helm, den du im Spiel finden kannst. Ich habe noch so eine traumatische Nintendo-Geschichte. Und zwar, damals, als der Game Boy neu war, hat meine Oma mir einen gekauft. Ich war zu meiner Oma über Nacht, ne, so wie es halt ist, so Übernachtung bei Omi. Dann hat meine Oma mir einen Game Boy gekauft. Den ganz ersten schwarz-weiß Game Boy. Und ich habe mir einen Ast abgefreut, natürlich. Ne? Alter, ich krieg einen Game Boy. Einfach so out of nowhere auch noch. Ich hatte keinen Geburtstag. Meine Oma war eine sehr arme Frau. Das ist eine Frau, die nicht in Deutschland groß geworden ist. Migrationshintergrund und alles. Ja, die hatte echt nicht viel Geld. Und sie kommt mit so einem Gameboy um die Ecke. Einfach so. Und ich freue mir einen weg und denke mir, ja, Mann, Alter, geil. Ich spiele mit diesem Gameboy den ganzen Tag, ne? Weil ich eben scheiße glücklich bin. Und dann kommt meine Mutter. Und die war super angepisst, dass ich diesen Gameboy bekommen habe. Die war richtig, richtig wütend. Mault meine Oma an, wie kannst du ihm einfach so einen Gameboy schenken? Was hat das Ding gekostet? Ich weiß nicht mal, was es gekostet hat, ne? Kannst nicht sagen, ich war. Der war neu, ja? Der war neu. Keine Ahnung, was der gekostet hat, als er neu war. Ich meine, es war ja noch D-Mark-Zeiten, da gab es noch keine Euros. Und die war richtig wütend, meine Mutter. Richtig, richtig wütend. Reißt mir diesen Gameboy aus der Hand und sagt zu meiner Oma, du bringst den zurück. Du bringst den zurück. Na? Und meine Oma guckt nur traurig in die Wäsche. Versteht die Welt nicht, weil sie hat ja eigentlich mir was Gutes tun wollen. Und bringt halt wirklich den Gameboy zurück. Und dann war's das. Ich hatte nie wieder einen Gameboy. Der nächste Gameboy war dann der Gameboy Color. Den hatte ich dann. Irgendwann.
Aber meine Mutter hat mir wirklich den Gameboy aus meinen traurigen kleinen Kinderhänden rausgerissen. Das tut heute noch weh. Darüber haben wir auch gestern gesprochen. Meine Mutter nur so, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich so, Alter. Kannst dich nicht daran erinnern, wie du mir den Gameboy genommen hast? Frau, Mutter. Drakonischer geht's ja wohl nicht mehr. Kann man so abartig sein? Kinderträume so zu schänden. Erster Gameboy 169 D-Mark. Alter, wie billig der eigentlich war. Das ist so, okay, damals. Ne? Also, nee, war trotzdem eigentlich gar nicht so teuer. Wenn ich bedenke, wie teuer N64-Games waren, da habe ich nämlich noch einige N64-Games, wo noch das Preisschild drauf ist. Und die haben ja 130 D-Mark gekostet, die Dinger. Und mehr. 155 hat Killer Instinct Gold gekostet. 155 D-Mark. Irre. 155 D-Mark für die Cartridge von Killer Instinct Gold. Aber ich vermisse eine Cartridge. Ich fand, das war schon was Geiles. Ich vermisse auch dieses, das habe ich als Kind geliebt, wenn du dein Videospiel gekauft hast und du bist dann mit diesem Ding nach Hause gefahren vom Pro-Markt. Wir sind früher immer in den Pro-Markt. Ich glaube, den gibt es immer noch, aber nicht mehr regulär so. Pro-Markt ist eine Seltenheit. Aber ich glaube, den gibt es sogar noch. Dann sind wir vom Pro-Markt nach Hause gefahren und ich habe diese Anleitung mir 200 Mal angeguckt. Der Duft von einem neuen Spiel und die Anleitung, die man auswendig gelernt hat vor Freude. Gefühle, die einfach unbezahlbar sind. Daran zehre ich heute noch, weil es einfach so schön war. Und heute bin ich so ein verwöhntes Stück Scheiße eben. Oh. So, jetzt habe ich den dritten getötet. Gibt jetzt endlich mal irgendwas? Knauserigen alten Drecksviecher hier. Zwei Brücken. Einfach diese Vorfreude. Wisst ihr, diese Vorfreude? Ich finde, wir hatten früher noch so viel Geduld und so viel Vorfreude. Heute hast du keine Vorfreude mehr. Also, ich hab's nicht mehr. Ich meine, ich bin auch ein Extrembeispiel, weil ich... Mein Job ist es, jedes Spiel zu spielen. Ja, das nimmt natürlich auch viel Spielspaß. Hört um des Mitleids willen auf. Ihr platzt, ist mein Gefäß. Darin erwartet euch die Nacht, Heiligkeit selbst. Das ist das Schicksal von Schamanen wie euch. Allein dafür wurde euch das Leben gewährt. Ich bin kein Schamane. Aber ja, Zahnpeitsche. Ist ja ekelhaft. Ich will sowas spielen. Aber ja, damals, ich habe mich so unglaublich gefreut auf Dinge. Das vermisse ich so sehr. Ich meine, ich habe mich auch auf das Elden Ring DLC zum Beispiel gefreut. Aber nicht mehr so, ne? Nicht mehr so. Weil ich einfach zu überladen bin. Ich bin zu überladen mit allem. Ist genauso wie Filme und so. Da ist einfach nichts mehr da. Weil einfach so viel jedes Jahr kommt und ich das alles halt haben muss, ne? Nicht haben kann, sondern haben muss. Weil ich es spielen muss. Weil ich damit mein Geld verdiene. Und dadurch bist du so überladen. Ich habe heute mit dem Autohaus gesprochen. Da haben sie mir gesagt, mein Auto kommt später. Es hätte eigentlich diesen Monat kommen sollen. Jetzt kommt es im August. Und selbst da. Ja, ich meine, ja, ist geil. Und ja, natürlich freue ich mich. Aber irgendwie... Ich weiß nicht. Das Einzige, was mir Freude im Leben gibt, so wie früher, ist mein Sohn. Das ist das Einzige. Wenn ich sehe, wie der sich freut und wie wir spielen und kuscheln und die Entwicklung dieses Kindes, das ist das Einzige, wo ich wirklich noch diese Freude empfinde. Die Freude in seinen Augen und das Spielen und so, da fühle ich mich richtig lebendig. Das ist unbezahlbar. Auch heute, ich habe ihn heute wieder ins Bett gebracht und heute haben wir noch im Garten gekuschelt dann. Das kann ich mit keinem Geld der Welt aufwiegen. Das klingt vielleicht total klischeehaft, aber es ist so. Wenn der sich dann Ast abfreut, wenn ich nach Hause komme und sich dann an meine Beine klammert vor Glück. Die Wertschätzung, die kriege ich von keinem erwachsenen Menschen. Die kriege ich von keinem erwachsenen Menschen. Das kann mir kein Mensch geben.
Der ist so lieb zu mir, der Junge. Meine Freundin sagt immer, der denkt 24/7 an mich. Der steht morgens auf, der erste Gedanke, Papa. Papa, Papa, Papa. Ich muss zum Papa, wir haben Monster Trucks, wir wollen heute spielen. Wir machen das, wir machen jenes. Der plant schon in seinem Kopf durch, was wir alles machen können. Heute wollte er nicht in den Kindergarten, weil er nicht vom Papa weg wollte. Ich freue mich schon, wenn ich mit ihm ins Kino kann, Ausflüge machen kann, Freizeitpark. Psst, hey! Zelten im Garten. Ah, es werden alles tolle Sachen. Zelten im Garten, das war auch so ein Ding der Kindheit. Oder damals mit meiner Schwester im Zimmer gemeinsam übernachten. Das war auch so ein Highlight. Das ist so bescheuert, wenn man drüber nachdenkt, ne? Aber das war ein riesen Highlight, wenn ich mit meiner Schwester zusammen im Zimmer übernachten durfte. Da haben wir dann irgendwie das Bett mit so Decken und Kissen erweitert und haben Hörspielkassetten gehört mit einer Taschenlampe unter der Decke. Ich verstehe nicht, wie Kinder unter Decken sein können. Wenn ich mit meinem Sohn unter der Decke bin, ey, nach 2 Minuten denke ich, ich sterbe. Ich denke einfach, ich kriege keine Luft mehr. Wie kannst du da unten drin bleiben, Kind? Ich verreck hier, ja? Keine Ahnung, warum ich das als Kind so geil fand, unter einer Decke zu sein mit einer Taschenlampe. Das ist ja qualvoll. Das würdest du ja deinem schlimmsten Feind nicht antun wollen. Ja, ne? Unter der Decke sich da irgendwie... Moment mal, hier war ich doch auch schon. Da wäre auch ein Weg irgendwie gewesen. Ja, wir hatten halt damals das Glück, meine Eltern, die haben alles in ein Haus investiert. Also die haben sich wirklich den Arsch aufgerissen für das Haus. Die haben da alles rein investiert. Ein Reihenhaus in der Mitte. Mein Vater hat das quasi selbst gebaut. Also wirklich, der Mann konnte auch alles. Der hat die Fliesen gemacht, der hat die Bäder gemacht, der hat alles gemacht. Der hat so reingehasselt. Wow, das sieht aus, als wäre da drüben Boss. Das sieht nach Boss aus. Komme ich da rüber? Hier ist Treibholz. Darf ich da drauf? Ich spring. Wow. Aber ich hätte aufs Holz springen können, oder? Fürs Protokoll. Ja, ich habe früher Gameboy mit einer Taschenlampe gespielt unter der Decke. Gameboy mit einer Taschenlampe unter der Decke. Okay, das Holz trägt. Nice. Hier liegen sehr viele Leichen rum. Ich traue Krabben nicht über den Weg. Besonders nicht Krabben, die Menschen fressen. Revenge of the Crab. Und dann der Advance mit dem beleuchteten Display, ja. Aber damals Game Boy Color, Lieblingsspiel, natürlich Pokémon und Dragon Quest Monsters. Dragon Quest Monsters, das habe ich so abgöttisch geliebt. Das war so ein wahnsinnig geiles Game. Auch besser als Pokémon. Auch heute noch verteidige ich Dragon Quest und sage immer, das war das bessere Pokémon. Ach komm, warum habe ich den Sprung nicht hinbekommen? Ist da unten ein Dungeon? Habe ich da gerade was gesehen? Also bei mir läuft der Stream flüssig. Ich habe auch kein Package Lost oder sonstiges. Ah, boah. Die Sprünge sind nicht sehr präzise. Bald habe ich ja Ding, Glasfaser. Sind schon am Ausbauen. What the heck? Was war das? Kann man das Wasser irgendwie ablassen? Ich mag die Gegend jetzt schon nicht, weil man dafür springen muss. Ich mag das Springen in Souls-Games irgendwie nie. Das ist nicht so meins. Oh, 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 oh.
geht's. Oh. Oh, nice. Ja, aber wie geht's hier weiter? Wie geht's denn hier weiter? Ha! Das ist die Keystroke-Klasse, ja. Speziell angefertigt. Geht's hier weiter überhaupt auf der Seite? Aber mal hier. Hier. Hier, hier, hier. Hier ist noch was. Oh, was ist das denn? Gerät bewegt sich nicht. Muss man das Wasser ablassen? Ich weiß nicht, was ich bin. Warte mal, kann man das irgendwo noch sehen? Ich weiß es nicht. Was bin ich? Ich glaube, Gefangener, ja. Ich muss geradeaus. Ach, da hinten geht's auch nochmal weiter. Okay, okay, okay. Butz. Butz. Biberbutz. Oh, ich will nicht ins Wasser fallen. Was ist das denn? Irgendwelche Feuergule. Oh nein, das sind die, die explodieren. Ah, die kenne ich. Kenne ich und mag ich nicht. Eingelegte Leber. Viele schöne Dinge aus der Kindheit noch, an die ich mich gerne erinnere. Wie gesagt, das war eigentlich toll, dass wir nicht so verwöhnt waren. Es war eine gute Sache. Bescheidenheit ist echt wichtig. Auf der einen Seite ist es natürlich toll, wenn man irgendwie alles hat, ne, aber es ist menschlich, dass es den Wert verliert. Oh. Au. Boah. Ich hab fast noch gekillt, die Alte. Also bei Taschengeld werde ich auch bei meinem Sohn wirklich sagen, du kriegst wöchentlich. Monatlich finde ich zu krass für einen Anfang, weil wöchentlich ist besser, da hat man einfach ein besseres Gefühl. Hm. Monatlich finde ich für ein kleines Kind irgendwie zu barbarisch. Das kann man später machen, wenn die älter sind. Oh mein Gott, was schleicht denn hier rum? Oh, jetzt sag nicht, ich muss auf den scheiß Bogen da springen. Schlummerndes Ei. Kann ich hier reiten? Nee, auch nicht. Boah, das wird ätzend. Hier drauf komme ich nicht, aber komm ich. Okay. Aber ja, wöchentlich und dann halt wirklich zwei Euro die Woche. Und da muss er halt wirklich so das Gefühl haben, hole ich mir jetzt hin? Obwohl 2 Euro ist, nee, das kannst du vergessen. Das kann man mit 2 Euro schon anfangen. Davon könnte er sich nicht mal ein Mickey-Maus-Heft holen. Holen Kinder heutzutage überhaupt noch Mickey-Maus-Hefte? Ich habe Mickey-Maus-Hefte geholt und Yps-Hefte. Und ich weiß noch, ich hatte damals eine Freundin. Also keine Freundin, sondern eine Freundschaftsfreundin. Ich war ja ein Kind. Obwohl ich schon ziemlicher Player damals war. Und die hatte eine große Schwester.
Und die hat ihre Taschenbuchsammlung aufgelöst. Lustige Taschenbücher. Die waren ja eh der absolute Hit damals. Und habe ich ihr die abgekauft. Habe ich ein bisschen Geld gespart und so. Das war ganz nice. Lustige Taschenbücher. Üps, ja, üps. Hefte beschissen. Also kann doch kein Mensch lesen, das Zeug. Boah, muss ich da auf diese Bögen? Ja, anscheinend. Oh Gott. Das ist kein Gebiet, das mir gefällt. Das erinnert mich eher so an Demon's Souls, Dark Souls, als an das letzte, also das Hauptspiel Elden Ring. Weil ich finde, im Hauptspiel Elden Ring gab es nicht so viel Rumgekraxel. Aber in den Souls Games gab es da eine Menge von. Besonders hier, ich weiß noch, die Kerkerkatakomben, wo man auch so viel runterfallen musste und timen musste und. Ne? Aber hier. Wo es auch gar nicht so wirklich viele Gegner gab, wo er eher das Environment der Feind war. Okay, ich glaube, hier kann ich dann runter. Bams. Hier ist jetzt auch gegnermäßig gar nicht so viel los. Nur ein paar alte Krabben. Dankeschön für den Sub. Ah, Yps-Hefte hat doch kein Mensch gelesen, oder? Kein Mensch hat Yps-Hefte gelesen. Queen Marika, mother to us all, favor me with thy grace. I have met many who would threaten or distress thee. Ich hatte einen Gebetsraumschlüssel. And quelled each and all. And I hereby swear to never cease. So please, grant me thy grace. Leave me with my solitary light. Okay, was hat der für Probleme? Queen Marika, I implore thee, bestow thy grace. Take not from me my solitary light. Ah, Queen Marika, dearest mother, I shall silence all who would trespass upon thy peace, as decreed by the grace of gold. No soul shall thy sanctity imperil. Feuerritter Quilinch? Den haben wir schon besiegt. Der war doch am Anfang in dieser Burg am Brunnen, ne? Kann der was? Die Asche, ist die geil? Der Feuerritter. Klingt irgendwie nice. Klingt irgendwie spaßig. Prinz Eisenherz, ja, so ein bisschen. Hat halt den Eisenherzschnitt. Ach, das ist wieder die Viecher hier, die mag ich gar nicht. Furchtbarer Gegner. So. Ja klar, Spionen, sowas kenne ich natürlich alles. Auch hier Rintintin. Was hat man noch so gehabt? Schlumpf-Comics kenne ich noch. Die gab es auch. So Schlumpfhefte. War eh so ein Comic-Kind. Spider-Man, X-Men. Und dann irgendwann habe ich Spawn entdeckt. Und ich glaube, Split hieß der. Hieß der? Oder nee, Pit. Pit hieß der. Pit. Den fand ich geil, weil der hat so optisch den Stil gehabt, ein bisschen so von Spawn. Und die Figur von Disturbed, der Band. Ich glaube, es war ja alles McFarlane, ne? Ich glaube, der hat das alles designt. Ja, keine Ahnung, die Kids holen sich wahrscheinlich heute. Oh! Oh Gott, no! Ich habe das Loch nicht gesehen. Ich werde alt. Bin ich jetzt wieder bei der blöden Gnade da oben? Ach du heilige Kacke, das tut weh. Das tut richtig weh. Gab's da kein Feuer? Keine Abkürzung?
gar nichts. Okay, jetzt kenne ich ja den Weg, aber trotzdem. Ja, lustige Taschenbücher. Ich habe diese Comic-Reihe mit Donald Duck gerne gelesen, wo er dieser Phantom... Nee, Phantomas war das nicht. Vergesse meinen Namen. Phantomion? Ja, keine Ahnung. Was so düster und dreckig war in so einer Zukunft... Och, warum macht ihr jetzt noch... Phantomias, ja. Phantomias, stimmt. Hör auf, die Rolle zu machen. Ich sag ja, hier in der Gegend. Höchstes Kotzen. Hat jetzt diese... Mein Echos sind mir prinzipiell eh egal. Ich bin vom Level so hoch und weil du Echos haben willst, 5 Minuten hast du 1 Million. Also weil die Leute immer auch so schreiben, was mit den Echos, Keys? Die Echos, 500.000 Echos. Völlig egal bei mir. Völlig egal. Im New Game Plus Plus... Alter, was ist das hier für ein Wurzelknilch? Sind Echos egal. Wenn du Echos haben willst, kannst du sie einfach farmen schnell. Brauchst du nicht mehr. Wow. Hast mir hier noch gegen die Decke gesprungen. Ja, aber, naja, wenn er sich irgendwann dann wirklich V-Bucks oder sowas holen würde, ja, mei, ist halt so. Ich habe mein Geld auch für Scheißdreck ausgegeben. Irgendwelche hochgiftigen Süßigkeiten. Im Endeffekt hat man sein Geld verschleudert als Kind. Ich habe ja auch nicht so weit gedacht und habe gesagt, das spare ich alles und davon hole ich mir dann das und das. Das kam auch erst später. Wenn man... erstmal eigenes Geld hat, dann gibt man es im Regelfall erstmal nur für Scheißdreck aus. Ja. Ist halt nun mal so. Aber das ist dann seine Sache. Muss er selber wissen. Da muss ich halt wirklich hart und konsequent sein und sagen, ja, aber du hast dein Geld schon ausgegeben. Pech. Junge. Ich hab die noch. Ich hab noch meine alten Pokémon-Karten. Ich hab die noch alle. Ich war ja Magic-Spieler. Ich habe auch sehr, also ich habe sehr, sehr teure Magic-Karten noch. Scheiße, ich bin im Probenlager. Dunkelschmiedestein 9. Geht's hier weiter oder ist das einfach nur das... Hab ich das schon? Ja, ein paar sind auch ziemlich angeschlagen. Aber zum Beispiel bei den Magic-Karten. Da habe ich Karten dabei, die haben echt einen hohen Wert. Und die sind in einem... sehr guten Zustand dafür, dass ich ein Kind war, als ich sie mir geholt habe. Ja gut, aber hier haben wir schon alles gemacht und hatten ja dann diesen Spot, wo es noch weitergehen würde. Hm. Schauen wir mal, wo es unten weitergeht. Ey, heute noch keinen krassen Boss. Weißt du, wir spielen schon eine Ewigkeit. Gebietmäßig viel erschlossen, wie man sieht. Aber bossmäßig tote Hose. Also ein paar Bosse waren da, aber... keiner, wo ich jetzt sagen würde, wow, Brother, der war heftig. Wir haben irgendwie nur so ein paar Mini-Bosse abgeklatscht. Alter, was du früher auch noch für dein Geld bekommen hast, ne? So die 1-Euro-Tüte, wenn du so Süßigkeiten haben wolltest für 1 Euro, die 1-Euro-Tüte, die war prall. Die war prall voll, da hast du wirklich, da warst du bedient für den Euro.
Da hast du Mäuse drin gehabt, diese Haie, diese blauen, die unten weiß waren. Diese Cola-Kracher, diese harten. Irgendwas Gezuckertes, so ein Lolli oder, nee, so ein Schnulli, so ein Zuckerschnulli. Du hattest da so viel Zeug. Gerät bewegt sich nicht. Irgendwo muss man doch hier das Wasser ablassen können. Oder irgendwas in die Richtung. Du hattest damals so viel Zeug in so einer Kiosktüte drin für eine Mark. Das ist verrückt. Auch so beim Bäcker, ne? 65 Pfennig, ein Amerikaner. So nannte man das bei uns. Das waren diese... Ja, diese oben mit so Zuckerguss. Und dann gab es später irgendwann den schwarz-weißen Amerikaner. Der war Hälfte Schoko, Hälfte weißer Zuckerguss. Habe ich geliebt, die Dinger. Den Bäcker gibt's gar nicht mehr. Na, sind alle ausgestorben, die Bäcker und so von früher. Bist du hin, hast für 65 Pfennig einen riesen Amerikaner bekommen. Wenn du ihn gegessen hast, warst du satt. Babsüß. Ja, es war ein D-Mark. Es war ein D-Mark. Also wir haben hier bei uns in der Gegend nur den Görz, das ist so der dominante Bäcker. Und ja, irre, die Preise. Eine verdammte Brezel, einfach nur eine Brezel, kostet über einen Euro. Ich glaube, 1,30 € oder sowas sind wir mittlerweile für eine Brezel. Im Kaufland, von der Qualität her, vom Geschmack her, dieselbe Brezel, 30 Cent. Irre. Okay, wir lassen das Wasser ab. Ich habe gewusst, dass es irgendwie gehen muss. Okay, das sieht aus, als würde da irgendein Killerbaum hausen. Aber hier hat man ein bisschen mehr auf die alten Souls-Gamer Rücksicht genommen, finde ich, bei dem DLC. Weil wenn man mal so auf die alte Karte geht, wo waren denn wirklich riesige Gebäude? Ne? So richtig große, komplexe Gebäude. Hier haben wir ein bisschen was. Aber so wie das hier, ne? So wie die alten Souls-Games, habe ich im Main-Game nicht in Erinnerung. Den Turm gab es im Hauptspiel, der noch ziemlich weitläufig und groß war. Aber so, diese extrem komplexen Gebäude, gab es die im Hauptspiel so richtig groß? So richtig, richtig groß? Ein bisschen Burg und so gab es schon, ne? Aber nicht so mit diesen Etagen und diesen Planen und allem. Also hier ist viel größer. Ich meine, schaut euch mal die Anlage hier an. Das ist ein Riesenmonster. Kann ich hier reiten? Nee. Brauche ich hier gleich meine Asche. Ist gleich richtig schönes Gekloppe. Geistertal-Lilie, hier ist der Baum, ne? Das ist es doch. Ach, du schon wieder, den kennen wir doch. Der alte Kollege. Er hält aber gut was aus, du.
Ja, auch ein Name. Oh, explodieren kann er. Oh nein, er beißt. Ey, wie viele hier beißen. Diesmal nicht, Alter. Boah. Mundgeruch aus der Hölle. Geht drauf. Alter, Wurzelknilch. Dornenmantel habe ich bekommen. Das war's? Das war der Boss? Ey, jetzt habe ich zweimal denselben Boss hier besiegt. Bin schon ein bisschen enttäuscht. Okay. Okay, der hat einfach mal hier so eine Gang geholt. Au. Ich brauche echt ein bisschen mehr Mana. Oh mein Gott, schlimmer als der Boss, was den Schaden angeht. War doch kein Boss. Naja, es war schon ein Boss, oder? Ich meine, so ein halber. Bisschen Boss war der schon, der Dude. Kleines bisschen Boss war der. Das Outfit ist geil, ne, was ich hier hab. Zwar bekommen die meisten irgendwie permanent Schnappatmung, wenn sie es sehen, aber ich lieb's. Ich mag mein Outfit. Ich mag auch meine Pommesgabel. Ich finde die nice. Kommt der wieder? Nee. Nee, der ist tot. Naja, du hattest ja wenigstens hier diese coole Sicht darauf, wie das Wasser abgelassen wird. Explodier ja nicht. Oh. Todesmaskenhelm. Oh, der ist auch sexy. Der ist auch sexy. Ja, ist auch nicht schlecht. Siegel der Feuerritter. Guckt mich an, ich sehe einfach gut aus. Schaut euch meine Brüste an. Bei mir bekommt ihr einfach was geboten. Bei mir kriegt man eben noch was für sein Geld. Ich verwöhne eben meine Zuseher. Das nennt man Fanservice. Naja, nicht alle Bosse haben Namen und Lebensbalken. Es gibt immer mal wieder so ein paar Special Dudes. Also es war schon ein Boss in Anführungszeichen. So unbossig war der nicht. Oh, hier geht's runter. Geht's weit runter.
Hier geht's verflucht weit runter. Leck mich am Ärmel, gehe ich in den Mittelpunkt der Erde? Das war ja crazy. Ist da oben noch was gewesen? Ah, oh, ich habe auch wieder irgendwas übersehen, aber ich will auch wissen, was da jetzt ist. Wow. Ich finde, Level und so ist wieder so episch in dem Spiel, ne? Elden Ring ist einfach geil. Iris der Gnade. Direkt nochmal eine Gnade. Wie kann so weit unten noch Tageslicht sein? Tja, das ist einfach nur eine Welten... Oh mein Gott, da ist doch irgendwie... Das ist doch nur eine Boss-Area. Ih, schaut euch das mal an, das sieht voll geil aus, ne? Alright. Ich bin fast tot. Moment. Boah. Mal ein bisschen vielleicht die Pommesgabel drauf machen. Versuch Pommes. Pommes Power. Alter, okay. Das mag er gar nicht. Wow. Ah, was macht er jetzt? Au. Oh Gott. Oh Gott. Aber die Macht der Pommes finde ich irgendwie unangenehm. Bam! Moment, Moment, da kommt noch mehr. Es war viel zu leicht. Ich dachte mir schon eben gerade. Ja, es war doch viel zu leicht. Der Bruder hat einen Bruder. Okay, was hast du? Kann ich hier reiten? Nee. Wow! 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 Pommes! Power! Aktiviert! Au! Muss ich ihn da vorne reinstechen? Ja! Habe ich ihn jetzt? Wie oft kommt denn der? Na, na, na. Ah! 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 Ich habe nur noch eine Heilung. Ist er jetzt endlich tot? Echo der Schattensonnenblume. Heftig. Ist das nur hier Schattensonnenblumen oder gibt es da noch irgendwas?
Wo hast du den denn gefunden? Den Pommesspieß? Oder... Achso, den Boss? Puh, keine Ahnung. Wir müssen es auf YouTube angucken. Ich lade das ja alles hoch. Da... Keine Ahnung. Hier, ich bin irgendwie... Von hier bin ich hier runtergeritten. Bin hier in diesem Kirchenbezirk gelandet. Hab mich dann komplett durch den Kirchenbezirk gewühlt. Bis hier oben irgendwo so ein Hebel war. Dann habe ich das Wasser abgelassen. Dann war ich bei der Kapelle. Dann habe ich hier einen Boss besiegt. Bin vom Boss... in das hier rein, hab noch einen Miniboss besiegt, bin dann hier rüber, einen Fahrstuhl runter, die ewig lang nach unten ging, bin dann durch eine Höhle gegangen und hier gelandet, bin dann nochmal durch ein Stück Höhle gegangen und bin dann hier gelandet. Das war's oder was? Das war der Boss. Mehr ist es nicht. Habt ihr den nicht? Alter, als ob Blazier, du hast doch jedes Ding besiegt. Alter, guckt euch das an, wie heftig. Du hast doch jedes Teil hier schon besiegt. Hast das Spiel auch 10.000 Mal durchgespielt, als ob du nicht gefunden hast. Na gut, jetzt bin ich ja fertig. Ich glaube, hier ist Ende. Ah, wie komme ich denn hier wieder hin? Mess mal Dunkelkammer. Achso, das ist das nächste Gebiet, wo wir, glaube ich, schon was gefunden haben, ne? Eingang zur Dunkelkammer, mess mal Dunkelkammer. Nee. So, oh mein Gott, ich habe hier Hähnchen und Käsesoße und alles. Ich werde hier richtig verwöhnt. Kein Wunder, dass ich immer fetter werde. Ich darf nicht mehr so viel essen. Da muss mehr Sport machen. Mehr Cardio. Oh, die hier kenne ich auch noch. War ätzend früher. Oh, aber der ging klar. So, dann ist hier drüben auch nochmal ein Big Game. Nochmal ein fettes Gebiet. Da haben wir ja heute noch einen dicken Boss erledigt. Ja. Okay. Manus Methyr. Nochmal eine Gnade. Oder ist da auch bestimmt irgendein Boss drin? Gehst du noch trainieren? Nur noch zu Hause. Zweimal die Woche trainiere ich zu Hause. Erstmal will ich jetzt Kindergarten und sowas alles und ein bisschen Struktur ins Leben bringen, wenn der Junge morgens weg ist. Ich komme ja morgens auch nicht aus dem Haus. Ich bin im Moment jeden Morgen auch bis 9:30 daheim fast oder... Das ist halt sau spät, ne? Und dann ist ja Abend, dann habe ich ja einen ganz normalen Arbeitstag und so. Und bis ich dann im Büro bin und richtig angekommen bin, ist 10. Wenn dann wieder um 16, 17 Uhr zu Hause sein willst, hast du 7 Stunden und... Ich habe es jetzt akzeptiert, dass es jetzt eine Lebensphase ist, wo es einfach nicht klappt, so wie ich will. Und wenn ich mich da nur stresse, ist es ein schlechtes Gewissen, was ich mir da aufhalse, was ich im Moment eh nicht richtig in den Griff kriege. Ja, es gibt halt für alles im Leben eine Phase und man darf sich da auch nicht selbst geißeln. So, das war's aber. Das war's aber für mich erstmal mit dieser Folge. Wenn ihr mehr sehen wollt, ne? Kommt auf Twitch, da könnt ihr live dabei sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ja? Bewerten, kommentieren. Wollen wir uns noch einen Hashtag überlegen? Hashtag, boah, was nehmen wir als Hashtag? Die Pommesgabel hatten wir schon. Hashtag Klonboss, weil wir zweimal denselben Boss gekillt haben. Hashtag Klonboss in die Kommentare schreiben. Für die wenigen, die es bis ganz zum Schluss durchhalten. Dankeschön, auf Wiedersehen und tschüss!